Herr Präsident, meine Damen und Herren, um den letzten Gedanken von Herrn Dr. Wiese aufzugreifen, also drei Absätze sind ja eigentlich schon fast zu viel für den Antrag. Man hätte es auch in einem Satz zusammenfassen können: bitte mehr Geld ausgeben. Ja, das ist eigentlich die Quintessenz Ihres Antrages. Und dazu muss man einfach feststellen, die Probleme der Solo-Selbstständigen werden sich nicht dadurch lösen lassen, dass wir ein Hilfspaket nach dem anderen schnüren. Wir befinden uns gerade inmitten einer schweren Wirtschaftskrise und die Linkspartei denkt, mehr hilft mehr. Man kann aber nicht Unternehmer, selbstständige Arbeitnehmer nur am staatlichen Tropf hängen lassen. Unsere Stadt rechnet in diesem Jahr mit einem Fehlbetrag von 3,2 Milliarden Euro in den Kassen. Der Bund gibt freihändig 1,2 Billionen Euro aus, um die Corona-Krise abzufedern. Aber da muss man auch mal irgendwann zu der Erkenntnis gelangen, die Steuergeldparty hat auch irgendwann ein Ende. Wir müssen den Blick nach vorne richten und unsere Wirtschaft in Schwung bringen, indem wir den Solo-Selbstständigen wieder ein normales Wirtschaften erlauben. Überlegen Sie sich nur mal beispielsweise, wie viele Leute, die im Marketing als Solo-Selbstständige tätig sind, noch immer darunter leiden, dass viele Veranstaltungen wegen der Corona-Zwangsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können. Denen wollen Sie jetzt mit Ihrem Antrag 2.500 Euro zahlen. Kann man sich natürlich denken, schön, das hilft aber vielleicht auch bei einem sehr sparsamen Lebenswandel nur 3 oder 4 Monate. Und dann? Dann bräuchte es schon die nächste Steuergeldinjektion. Und das, meine Damen und Herren, ist einfach ein Teufelskreis. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir den Antrag in den Ausschuss überweisen. Dann könnte man einige Aspekte, die im Zusammenhang mit dem schleichenden Corona-Sozialismus erörternswert sind, etwas detaillierter durcharbeiten. Aber es bleibt sozusagen bei dem Gedanken, den auch der Kollege Ehlebracht hier schon heute mal eingebracht hat. Wir brauchen eine Normalisierungsstrategie. Nur das wird den Solo-Selbstständigen und den vielen anderen Bürgern, die unter den Maßnahmen leiden, helfen. Vielen Dank.